Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Subnautica. Wünscht euch euer Sunny. So, ich habe mich mal ein bisschen, naja, ich habe mal ein bisschen nachgedacht und so. Und ich denke, ich will hier nochmal ein bisschen was umbauen. Und zwar, was ich gerne hätte. Ich habe hier schon mal ein bisschen vorbereitet gehabt, um hier noch einen Netzwerkraum ranzuhängen, weil diesen Sicherungsbehälter kann man eigentlich nur in. Auch in so einen Mehrzweckraum packen. Aber ich würde da gerne ein bisschen umbauen. Und zwar, ich hätte eigentlich gerne hier einen Mehrzweckraum, von dem man aus in diesen Raum kommt und daneben wahrscheinlich noch einen Mehrzweckraum. Das heißt, ich werde das hier nochmal abbauen. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Wenn ich mich nicht irre, bekommt man die gleichen Mengen wieder. Für die Aktion hatten wir ja Computership, Glas und Titan. Und wenn wir das jetzt abbauen. So. Dann bekommen wir genau das gleiche, nämlich auch wieder. So. Sehr schön. Und dann fahren wir natürlich mit der Motte mal raus. So. Jetzt ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, das werde ich gleich nachgucken. Habe ich da etwa schon wieder etwas gekillt? Das klang eben so. So, ja, wir haben genug Platz auf jeden Fall. Dann kommt jetzt nämlich das Ding hier weg. So, ich habe das andere Ding zuerst abgebaut, damit nicht da irgendwas drin liegt, was eventuell nicht dann verschwindet. Weil so bekommen wir an sich alle Ressourcen wieder und müssen uns keinen Kopf machen. So. Na los, gib mir den Rest. Sehr schön. Und dann, ich gucke sicherheitshalber in das gerade Segment nochmal rein, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da drin, gehst du mal weg, da drin nichts stehen hatten. Genau. Das könnten wir theoretisch sogar von. Hä? Aha, okay. Wir haben irgendwie nur die Verbindung gekappt. Interessant. So. Jetzt probiere ich das mal. Wir müssten jetzt genug Sachen für. Nein, wir haben den mehr. Nicht genug Titan für den Mehrzweckraum. Aber wir haben natürlich genug Titan da. So, das sollte reichen. So, und zwar Mehrzweckraum. Den setzen wir jetzt hier dahin. Da. Wieso kann ich den da nicht hinsetzen? Kann der nicht direkt neben den Raum gesetzt werden? Hatten wir das Problem etwa schon mal? Jetzt so gerade bin ich so sachte am Überlegen, ob das. Ah, aber wir könnten ihn hier hinsetzen. Dann würde der Moonpool ein bisschen schweben. Wenn wir den jetzt dahinter setzen, ehrlich gesagt. Ich guck mal. Bei den Moonpool, den müsste ich ja jetzt hier ransetzen, dann schwebt er ein bisschen mehr noch. Sehe ich jetzt aber nicht unbedingt das Problem damit. Ehrlich gesagt. Also hätte ich jetzt nicht unbedingt. So, dann habe ich. Hätte ich hier noch einen Mehrzweckraum eventuell? Ja. Aber ehrlich gesagt, wartet mal. Den baue ich noch mal ab. Ich mache hier noch ein paar von den. Oxygen. Ja, okay. So. Zack. Ich mache noch mal so eine Plattform hier hin, so ein Fundament. Kannst du da? Ja. So. Und hier noch mal. So. Das gibt nämlich nochmal einen Bonus auf die Hüllenstärke und wir brauchen dafür keinen. Zack. Da den Mehrzweckraum. Ah, wir haben keinen Titan mehr. Gut. Dann muss ich nochmal ganz kurz da rein. Wir brauchen wirklich nochmal eine ganze Menge mehr Titan, wenn ich, so wie ich normalerweise ja auch immer baue. Gar nicht übertrieben.
auch hier meine Basen anfange zu bauen, dann... Obwohl ich nicht so schlimm bin wie der Heretic, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, also so übertreiben tue ich ja nun nicht. So, und den Moonpool, den hoffe ich dann... Huch. Kann ich das nicht drehen? Normalerweise übers Mausrad. Ah, okay. Nee, der hat nur eine Ausrichtung zur Station. Egal wie die Station steht. Oder wie. Also ich kann ihn, wenn er zu der Station gehört, nur auf eine Art und Weise bauen, oder wie? Das ist ja schade. Na gut. Ich probiere es jetzt einfach mal, wie das aussieht. Die Standfüße sollten ja an sich nichts zerstören. So. Tatsächlich sieht es sogar so aus, als würde er so besser stehen als vorher. Diesmal hängt kein Standfuß in der Luft. Verbunden ist das Ding auch. Ehrlich gesagt, das gefällt mir besser als vorher. Dass wir hier rein über diesen etwas komplizierteren Weg rein müssen, finde ich auch okay. So. Also, dass es nicht ganz so freischwebend ist, aber finde ich völlig in Ordnung. Ah, da drüben ist jetzt der... Ja doch, ist wie vorher, genau. So, hier ist der Raum. Der Raum, okay. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Was wir hier reinsetzen, weiß ich noch nicht so genau. Ich bin auch am Überlegen, ob man nicht eventuell in den ersten Raum dann hier die Pflanzen reinsetzt. Weil, also zumindest die, die zum Ernähren da sind, ne? Und, dann oben halt drüber zwar auch wieder den hier lässt, aber ja, weiß ich noch nicht. Muss ich nochmal gucken. Oh, ich werde mir mal was zu trinken kurz holen. Ich muss mir mein Trinken mal kurz hier vom Baum schneiden. Oh, diesmal ist das Messer aber auch kaputt gegangen, habt ihr gemerkt? Das war mal ganz regulärer Effekt. Titan habe ich dabei und oben müsste ich noch was von dem Silikon haben. Obwohl, ich kann mir ja glaube ich auch gleich hier einfach drei mitnehmen, ne? Und die dann benutzen, um das für Silikon zu benutzen. Ehrlich gesagt, dann kann ich nämlich die Silikon... Ja, genau, Silikongummi gut, es sind nur... zwei, die ich dafür brauche. Auch egal. Und das Messer ist Ausrüstung. Da. Zack. Sehr gut. Aber dann kann ich nämlich überlegen, ob ich... Also das Silikongummi das nächste Mal werde ich einfach aufbrauchen. Aber ich wollte jetzt sehen, ob das wirklich so entspannt funktioniert, wie ich mir das hier vorstelle. Schmeißen wir einfach weg. Ach, das kann ich scannen. Das kann ich nochmal scannen. Okay. So. Auch nicht schlecht. Ach, egal. Ich passt auf, ich mache das so. Ich nehme hier nochmal zwei von mit und mache nochmal so ein Schmierzeug. Das kann man immer gut gebrauchen eigentlich. So. Mal her. Ressource. Nee. Apropos. Benzol, synthetische Fasern. Ich muss mir das unbedingt nochmal in Ruhe durchlesen. Ich glaube... Erweiterter Kabelsatz, Computerchip, Energiezelle, Batterie, nee. Titan, Titanbarren, Fasergeflecht, Silikongummi, Desinfektionsmittel, Schmierstoff, Magnesium, emailliertes Glas, Plaststahlbarren, Benzol, synthetische Fasern, Uran. Nee, weil es fehlt ja immer noch das Aerogel. Und ich weiß halt nicht so genau, was ich dafür brauche. Ich wollte eigentlich letztens in meinem Wiki nachgucken und ich habe es vergessen. Ich gebe es zu. Ich war trantütig mal wieder. Ist ja nicht so, dass ihr das nicht gewöhnt seid von mir. Ja, was ich auch noch festgestellt habe, da habe ich mich dann auch so... mir auch so ein bisschen vor den Kopf schlagen können, ehrlich gesagt.
Wir hatten ja das letzte Mal, das habe ich sogar noch gesagt, wir müssen ja jetzt kein Quarz mehr mitnehmen. Wir haben ja jetzt an sich genug Quarz. Ja. Da wir ja dieses Alien-Sicherungs-Bewahrungs-Dings da bauen wollen, das braucht 8 Glas. Das ist genau so viel Glas, wie wir gerade noch haben. Ja, also im Endeffekt habe ich das letzte Mal 4 Glas brauchen wir. Es hat 8 Glas, 8 Silizium benötigt. Und genau die haben wir verbraucht. Ja, wir haben wirklich einfach mal alles verbraucht. Es war unglaublich. So. Ja, die mache ich jetzt einfach mal hin, damit ich im Moment erstmal kein Lithium dafür verbrauche. So. Ach Mann, noch 4 Titan. Das ist ja... Ja, also auf jeden Fall müssen wir nochmal Quarz besorgen. Und wie ihr seht, jetzt müssen wir auch so langsam auf Titanjagd gehen. Ich habe hier mal ein bisschen was durchnamuriert. Das ist Lithium und Aluminium. Ja. Das ist Kupfer, Gold und Silber. Ich glaube, ich hätte es zu Cu nennen müssen. Ach nee, das ist Kohlenstoff. Kohlenstoff ist Diamant. Diamant, Silber und Gold. Das sind im Endeffekt so, wie es mir halbwegs eingefallen ist, die chemischen Benennungen. Ich glaube, dafür hätte ich es nur Li und nicht und Al nennen müssen, aber egal. Cu ist Kupfer. Spind, da sind halt unterschiedlichste Sachen drin. Titan ist klar. Und immer wenn irgendwo was nicht mehr reingepasst hat, zum Beispiel wie dieses eine Gold, ja, dann habe ich es da reingeschmissen. So. Ja, haben wir jetzt überhaupt für mein Vorhaben noch genug Titan? Ich hoffe. Ich brauche wenigstens noch ein Titan jetzt gleich über. Bitte lass mich noch ein Titan im... Ich habe kein Titan mehr. Es ist doch nicht zu fassen. Okay, ich brauche mal kurz Titan. Ja, gut. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier rein. Wir sollten gute... Oh, das nehme ich natürlich mit. Quarz habe ich ja gerade gesagt. Brauchen wir auch eigentlich wieder. Und hier haben wir auch normalerweise viele von diesen Sharks, von diesen kleinen nervigen Dingern. Von denen da. Und das bedeutet meistens eigentlich auch, dass irgendwo in der Nähe Schrott rumliegt. Weil die spielen gerne mit dem. Aber jetzt gerade sehe ich keinen. Na gut, dann nehme ich mir mal das da. Titan. Okay. Das sollte uns wahrscheinlich schon wieder reichen. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr mitnehmen. Weil es muss ja nicht immer gleich das Minimum sein. Gold. Na toll. Ich will aber gar kein Gold, verdammt. Also, ich muss mal nachgucken, wofür ich Gold gebrauchen kann. Ich hab mal... Da, Schrott. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ein bisschen Schrott. Was ich mal nachgeguckt hatte, wofür ich Blei brauchen kann. Da habe ich dran gedacht. Und zwar brauche ich das später für den Nuklearreaktor im Endeffekt. Und für den und für die Zellen, die ich dann da reinpacke. Das heißt, aus einem Uran, das haben wir ja da, noch irgendwas anderem, ich weiß nicht mehr, und Blei, können wir dann Zellen herstellen. Und mit denen wiederum können wir dann den Reaktor befeuern. Und das funktioniert wohl ganz gut. Das bringt auch eine Menge Material ein, eine Menge Energie ein. Aber ich muss zugeben, ich bin der Meinung, dass wir es nicht brauchen werden. Also dafür, damit sich das lohnt, müssen wir auch definitiv viel mehr... Welcome aboard, Captain. Viel mehr an Glas. Ich brauche Glas. Wo habe ich denn das ganze Glas hingepackt? Ich hatte hier irgendwo... Da. Plumbum und Quarz. Blei und Quarz. Und da liegt nämlich auch das Glas drin.
Warum habe ich hier noch ein Glas dabei gehabt? Ich muss von irgendwas ein Glas abgebaut haben. Ach, na klar. Ich habe da eine Idee, was es gewesen sein könnte. Das war doch bestimmt hier das Ding. Genau. Das sollte ich dann vielleicht auch erst setzen, damit es mir nicht fehlt. So. Zack. Sehr schön. Okay. Ja, das möchte ich dann doch gesetzt haben. Und hier will ich jetzt den Alien-Sicherungsbewahr. Alien. Wie heißt. Moment, wie heißt es? Alien-Sicherungsbehälter. So, ihr seht, der nimmt den Raum auch gut ein. Und ihr werdet natürlich schon erraten haben, was es ist. Es ist ein Aquarium. Ein total geiles. Wie komme ich denn da rein? Kann ich da nicht irgendwie rein? Hallo? Wie kann ich denn da rein jetzt? Ich bin mir sicher, dass ich schon mal gesehen hatte, dass da jemand reingegangen ist. Wie kann ich denn jetzt da rein? Hallo? Wie komme ich denn da jetzt rein? Warte mal. Ich habe eine Idee. Wäre zwar merkwürdig, aber okay. Wo ist denn das? Luke? Ja, ich muss eine Luke ranbauen. Was fehlt mir denn jetzt für die Luke? Glas, okay. Ach, aber wir haben ja gerade zwei Quarz eingesammelt. Na klar. Und wieder nach oben. Ich brauche hier unten unbedingt auch noch sag schon, einen Konstruktor. Das ist ja mega nervig, hier immer hoch zu müssen. So. Ja, ich hatte das vorhin nicht verwandelt. Ich habe es auch gesehen gehabt, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich ein Glas brauche für die blöde Luke. So, wo haben wir es denn da? Ich drehe mich immer in die falsche Richtung irgendwie. So. Dann kommt hier die Luke rein. Buja. Und jetzt können wir hier nämlich reingehen. Und wir können hier drinnen A, natürlich ganz regulär rumschwimmen. Und B können wir. Oh, und hier drinnen geht mir auch nicht die Luft aus. Interessant. Aber was viel cooler ist, was wir jetzt machen können. Wir nehmen die hier wieder raus. Wir schmeißen die hier rein. So, hier seht ihr ja, sind die jetzt ganz frei eigentlich unterwegs. Wir können hier unten sogar noch Beetkasten benutzen. Das ist im Endeffekt das Gleiche, was wir draußen vor der Tür haben. Das heißt, wir könnten hier Schlingpflanzen reinsetzen oder die Windegrassamen und sowas. Und die Fische, die können sich hier drin vermehren. Ja, mega geil. Das heißt, die sind hier nicht darauf gezwungen, nur halt das, nur halt drin zu überleben, so wie in dem Aquarium. Nein, wir können auf die Art und Weise sogar ganz spezielle Fische züchten. Deswegen habe ich Pieper und Blasenfische als erstes eingesammelt gehabt. Die legen jetzt hier drinnen tatsächlich Eier und aus den Eiern schlüpfen neue Fische. Deswegen habe ich auch von beiden jeweils zwei genommen. Das sind jeweils Adam und Eva der jeweiligen Rasse. Wer Männlein und wer Weiblein ist, erkennt man ja ganz eindeutig. Also das muss ich nicht weiter erklären. So. Ja, das ist unser Alien-Sicherungsbehälter. Finde ich mega cool, das Ding. Das ist jetzt auch gerade eine neue Aufnahmesession. Vielleicht war ich deswegen am Anfang auch ein bisschen verplanter. Und ich glaube, ich nehme jetzt auch nur die eine Folge auf. Weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt nämlich jetzt schon welche für, keine Ahnung, anderthalb Wochen oder sowas im Voraus. Aber ich wollte das unbedingt aufgenommen haben. Letztes Mal konnte ich einfach nicht mehr länger machen. Ja, nee, finde ich voll cool. Was sagt ihr? Also, ich finde das Ding mega geil. Was ich am Überlegen bin, ist, ich würde hier eventuell noch eine weitere Stufe darüber setzen von dem Mehrzweckraum und dann gucken, wie sich das verhält. Ich meine gesehen zu haben, wenn man hier ein weiteres davon drüber setzt,
dass tatsächlich das sozusagen gemeinsame Größe hat. Also, dass ich von hier unten dann sozusagen noch umschwimmen kann, aber sicher bin ich mir nicht. Müssen wir mal gucken. Ja? Das müssen wir uns das nächste Mal mal angucken. Ja, aber das hat mir so erstmal echt gut gefallen. Und ja, wie gesagt, ich hatte erst vorbereitet, hier einen Raum zu machen, aber das fand ich dann so noch cooler. Ja. Und wie gesagt, hier, es gibt noch effektivere Sachen. Wie gesagt, man kann ja die Melonen reinschmeißen. Was man auch reinschmeißen kann, ja, sind die da. Das hatte ich nicht gesehen. Man könnte auch Fische reinschmeißen oder die Fischeier. Gibt teilweise richtig viel potenzielle Energie. Und es gibt sogar noch einige Fische, wo ich mir so denke, Alter, die kann man wirklich einsammeln. Oh, das könnten wir jetzt auch mal abbauen. Das brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Ja, also anfangs war das im Endeffekt einfach ein Lebendnahrungsbehälter hier, das Aquarium. Aber das andere ist natürlich noch co wesentlich cooler. Moment. Ich habe für das Aquarium ein Titan mehr gebraucht als für das Ding da. Ansonsten das Gleiche. Ist das euer Ernst? Der braucht Glas 4 und Titan 1 und nee, hä? Und das Aquarium braucht Glas 4, Titan 2. Gut, ich muss zugeben, ich muss ja bei dem Ding hier noch die Luke mit dazu rechnen. Die Luke macht auch noch mal ein Glas und zwei Titan. Aber trotzdem, das Ding braucht genauso viel Glas wie das andere. Ist ja ein bisschen albern, oder? Na gut. Ja, wenn wir also, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen was an Glas, an Titan besorgen. Mit ein bisschen was meine ich wenigstens so 10 Stück oder so. Dann könnten wir tatsächlich sogar noch mal etwas weiterbauen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eigentlich ist die Folge vorbei. Pass auf, ich mache noch eine Folge. Wir sehen uns. Eine sonnige Verabschiedung jetzt erstmal und wir gehen noch mal ein bisschen was sammeln, um ein bisschen zu bauen. Tschüss.